Nochmal moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit dem DJ Gamer. Hallo! Lovey Kompotti! Hallo! Die Nana! Hallo! Weil sieht man eh nicht. Was denn nicht? Wenn ich winke. Achso, ja, winken nicht. Hüpfen geht vielleicht noch ein bisschen. Ja, ja. Und wir den Faktor. So, endlich geht's weiter und wir schauen mal danach. Machen wir das jetzt noch ein bisschen fertig. Dann frühstücken wir mal einen nach dem anderen Punkt da ab, um die Gegend zu ratifizieren. Bei dem südlichen zuerst dann oder beim südlichen? Beim südlichen, da habe ich schon mal. Jo. Gut, dass er gerade jetzt ist. So, bin auch wieder da. Was? Gucken wir lange. Südlich hat die gesagt, ne? Ja, hey, da wohl. Blauer Marker dran. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Oh, da oben ist ein Aussichtspunkt. Beherrschungspunkt meine ich. Ja, habe ich gesehen. Habe ich leider schon. Oder dann mache ich einen kurzen Zwischenhalt, weil... Mach das. Why not? Und ein großes Kodendal. Der Blutstein verschmilzt mit der Umgebung. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Was macht er öffnen? So, der nächste, das ne? ist. Ich würde mal sagen, den ganz unten, ne? Genau. Ja. Nicht hoch genug. Ah, da. Meinst du? Den hier wahrscheinlich. Ich denke, der braucht jetzt einfach der Reihe nach, ne? Von ja. Hier in der Nähe. Oh, ich häng fest, ich häng fest, ich häng. Nein. Bist du rausgekommen oder nicht? Nee, ich häng im Baum fest. Oh, was gemein. Guck mal, wir nähern mich dem Punkt, aber irgendwie. Und ja. Da oben ist er. Ja, ja. Ja, ich poddel mich neu. Ja. Seid ihr da? Ich bin da. Olli ist da, hab ich gesehen. Und da ist auch nochmal wieder ein Beherrschungspunkt hin. So, jetzt kurz. Ich auch. Ich würde ein paar Münzen verwetten, dass Greer dahinter steckt. Er hat hier diesen Sumpf erschaffen. Ja, auch gut. Kurz darüber zum Beherrschungspunkt und dann würde ich erstmal die Wegmarke und dann den nächsten.
Führe du uns zu den anderen Zielen hin. Das mache ich. Also. So, kurz Wegmarke. Das ist eine Wegmarke? Ja, nicht direkt hier auf dem Weg, aber man kommt gut dran vorbei. Die Wegmarke ist da, wo sie ist. Ah ja, sehe ich gerade, ja. Und, was hat verlegt? Na, die brauchst du mal fürs... Fürs Herz, die Relikte. Scheint böse zu sein. Deaktiviert. Okay. Man muss eine bestimmte Zeit entschärfen. Wenn man die Map guckt, dann war das total logisch. Wo gehen wir jetzt als nächstes? Ja. In der links von uns oder der rechts von uns? Können wir sagen, links, ne? Ich würde jetzt erstmal links, genau. Achso, dann gehen wir einmal die dann noch immer rum, ne? Ja. Okay, dann links, ja. Genau, ich markiere sie auch so weit. Jetzt nicht dieses Holz zu sammeln, das schöne Überhalte. Map-Holz. Ja. Ich finde tatsächlich, dass man die auf der Minimap manchmal ein bisschen schlecht sieht. Diese ja, die Bäumchen da sind etwas halt andere. Wo ist denn die? Anderes Aussehen. So. Und das muss irgendwo das unter, ist, unten sein? In den zum See runter. Muss man da. Achso. Das okay. Rochen hier nehmen. Unten ist tatsächlich. Eine kleine süße Hügel ist da drin. Turm. Ah, und damit wird eine Sammlung. Schön friedlich hier. Und das ist bestimmt ein hübscher Ort, wenn er nicht da so eine schlimme Geschichte hätte. Okay, ich sehe euch. Dann kann man hier wieder raus. So. Das nächste, da ist ja ein Panorama links oben. Da können wir dann zum nächsten Grün hochgehen. Momentan scheint und das Panorama und die Sehenswürdigkeit da unterwegs. Und wollen. Südlich von dem See hier, wo ich gerade hingehe, da ist so ein aufgeladenes Titan. Genau. Gerne. Ja, Moment, nehme ich gerne mit. Die Winde vom Meer schienen ein weiteres Gewitter nach sich. Mithril ist auch hier. Ja, gesehen. Ja, wenn man schon da ist. Also habe ich schon abgebaut. Für die Geister! Oh, Moment, da ist ja noch eine Truhe, die ich gesehen habe, durch Erschnüffeln herausgefunden. Ja, süßer, ja, das Reittier hier, diese Karte, ist halt die Kriegsklaue, mit der man erschnüffeln kann. Schnüffeln? Ja. Oh. Da ist eine Sehenswürdigkeit auf dem Weg und dann, ja, da ist schon wieder eine Truhe. Wo ist die? Ah, hier. Das heißt nichts Gutes. Ja. Diese Elementare sollte sein. Viecher weghauen, die da stören. Achso. Warte. Und danach haben wir jetzt noch drei. Nee, dann wahrscheinlich hier die Einsicht in die Beherrschung, oder? Die nach. Also bei mir fährt. Delhi ist heute. Erstmal das Norden. Noch. Dann geht's. Ja, genau, da ist nochmal ein Beherrschungspunkt.
Na also. Ich muss kurz zwischenlanden. Scheiß Asthma-Spuppe. So, dann wird mir klar, wie kommen wir zum Krater, wenn wir das haben, in die Richtung erstmal, im Norden erstmal noch die Wegmarke. Unschädlich, bevor noch was passiert. Oh, da ist ja auch Titan-Bernstein, hurra! Ob die Ecke, ich kann doch noch nicht alles sehen. Da wo ich bin? Ja. Ich tue mal die Gegner ein bisschen... Timberwölfe, die nervigen. Ja, es kommt noch ein paar, ja. So, dann gehen wir weiter Richtung Wegmarke erstmal. Weil die ist insofern wichtig, weil da ist so nördlich das unbequemste Ach, das Gebiet. Eine. Ja, nördlich davon hier, da ist das unbequemste Gebiet, das machen wir dann zum Schluss. Ja. Weil das ist wirklich nervig. Hier ist nochmal ein Beherrschungs... Ja, genau. Beherrschungspunkt. Oh, kommt da, auf. Sehenswürdigkeit. Oh, falscher. Und dann ist ja da der Krater, aber da ist dann... Ach, da ist noch... Kurz hier mal, weil da ist ein Sammelquest, was da gestartet werden kann und auch eine Sehenswürdigkeit. Den noch nicht ganz... Genau. Sammelquest-Starter. Ach, da hinten ist er. Ja, interessante Steinhaufen nochmal hier. So, und dann geht's hier Richtung Süden. Oh, der ist aber weit weg, wa? Wind frischt auf. Ja. Da ist das Unwetter nicht weit. Weil, Odette, wir haben nicht mehr viel Zeit, machen, damit es lohnt, ja. Machen wir das Spiel einfach daneben. Ja, komplett machen, meine ich. Was haben wir da so gemacht? Einfach so mal. Au, 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 schnell weg, schnell weg. Au, 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 au. Bring daran mit. Dieser olle Strahl mit uns. Helft mir, legst mich auf die Beine. Brenne. Ja, das wird mich auch brennen. Ich würde es besser finden, man muss da einfach drin in diese in die Kuppel von dem beim Abgeben. Aber nee, man muss immer das Volk quatschen. Doch, echt? Nö, einfach nur anklicken. Naja, sag ja. Was wäre besser, man müsste dann, aber jetzt ist ja fertig, wa? Ja, ist fertig. Gut, dann in den Quader. Würde ich weitergehen, wo ich da markiert hatte. Das ist dann. Ja, Markierung ist noch da. Dann können wir dann gleich anschließend noch das Panorama, zum Panorama rüber. Blutstein-Explosion. Ja. Ja, da oben. Links oder rechts? Nördlich. Nordöstlich. Ich gehe da hin und stehe da. Ja, sehe ich gerade. So, und dann haben wir jetzt noch ein grünes, wenn ich das richtig sehe. Wartet mal. Da passen ich auch noch Video. Westlich von uns wäre irgend so ein Abbauzeug von der Karte. Ja gut, das können wir auch holen. Aufgeladenes Titanerz. Ich bin schon genau. Da. Mit der Sandkind hin. Und dann ist noch mal ein Stück weiter. Der Motor durch. Das hatte ich mir schon geholt. Gut.
Ja, das, nee, das eine noch nicht. Beim Monitor. Und dann haben wir unten. Dazwischen ist aber auch noch mal ein Panorama. Das können wir erstmal mitnehmen. Sehr gerne. Da ist auch Drohnen, wenn man schnüffelt, findet man auch zusätzliche Drohnen zum... Ja, aber wir fliegen ja viel. Da kann man nicht schnüffeln. Kleineres Lager. Ah, ne, da wird man angegriffen. Nein, danke. Ja. Na gut, dann nicht. Das ist eine kleine Sammelquest. Ich finde das immer brauchbar, die kurz anzusprechen. Ja, das ist so. Das sind ja echt nur Geister. Okay, da wo ich bin, gibt es aufgeladenes Titanerz, aber ihr seid alle schon. Das ist also nordwestlich von dem Panorama, wo ihr seid. Mhm. Ja. Da wo ich stehe. Nun guck ich gleich mal, ob hier noch. Oh, hier sind sogar zwei Kisten in Sichtweite. Achso, das Erz hatte ich schon. Weiter oben. Fliegt hoch und steigt dann. Macht euch gefasst. Ein großes Kodenlager, wo man einen Schlüssel braucht. Ich habe jetzt sowieso keine Schlüssel. Und dann ein. Mal gucken, das andere. Ob's da, das ist. Irgendwo. Hier. Wo ist es denn? Nicht gesehen. Guck mal. Ah, hier. Kleineres Kodenlager. Da, wo wir jetzt sind. So, dann gehen wir weiter Richtung Grün. Weißer Mantel. Sieht so aus, als wären sie schon lange fort. Kurz mich hier verteidigen. Aber was haben sie hier denn gemacht? Die Karte nimmt allmählich Form. Ich sollte zurück ins Lager gehen. Ob du nur brauchst erzählen, oder nicht? Was ich gesehen habe. Wie bitte? Ich steige einfach ab und hau mit drauf, ob du es nun brauchst genau. Oder nicht. Erst sehr so gute Idee. Oh, jetzt haben wir Meta-Event, weil wollen wir das mal mit abholen? Naja, da müssen wir wahrscheinlich. Jetzt habe ich hier erstmal den Punkt. Ist eh kein Kommi da. Zwei Kommis. Da müssen wir dann Karte. Können wir einen andermal machen. Ja, wäre jetzt auch meine Vermutung. Jetzt können wir eigentlich die Wegmarke hier unten runternehmen. Denn da geht's weiter mit der nächsten Gesprächsperson. Na, wieder altes Barackenlager, oder? Ja. Wegmarke Sammlerruhe. Ja. Da muss man mit Feuersägen sprechen. Ja, muss so. Hier getrennt sprechen. Danke. Wenn wir die Region besser verstehen, steigen unsere Überlebenschancen. Wir müssen die Grenzbedingungen der Inseln respektieren. Es gibt hier noch ein paar weitere Dinge, bei denen ihr helfen könntet, falls ihr noch genug Puste habt. Zunächst einmal untersucht Windgeflüster die Fäulnis, welche der Fremde verbreitet. Es wäre keine schlechte Idee, sie dabei zu unterstützen. Fragt sie einfach, was sie möchte. Was mich angeht, ich brauche Informationen. Ich habe ja erzählt, was mit den wilden Tieren los ist, und das ist nicht besser geworden. Wahrscheinlich liegt das am Einfluss des Fremden, aber das muss ich noch bestätigen. Seht zu, ob wir ihnen nicht irgendwie helfen können. Ihr müsst die rasenden Geschöpfe überwältigen und ihnen Blutproben abnehmen. Vielleicht finde ich dann ein Heilmittel oder wenigstens Gewissheit, dass es keines gibt. Hier, ich habe alles Nötige für euch vorbereitet. Das Ding.
Okay, jetzt müssen wir wieder rüber. Genau, da sind zwei grüne Sternchen. Gebiete. Ja, einfach erstmal zu dem ersten Gebiet. Dann sind wir dann. Moment, guck mal. Erstmal machen wir hier einen Cut und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.